Mehrere hunderttausend Menschen mit niedrigem Einkommen können darauf setzen, dass ihre Löhne nicht weiter gedrückt werden. Der Bundestag hat heute den Weg für Mindestlöhne in 6 weiteren Branchen freigemacht. Bisher waren schon Bauarbeiter, Briefträger und Gebäudereiniger entsprechend geschützt. Jetzt soll es unter anderem auch für Wachleute und Altenpflegerinnen Mindestlöhne geben. Zustimmen muss noch der Bundesrat. Versorgen, verbinden oder einfach nur Trost spenden. Pflegen ist ein harter Job. Helga Faut arbeitet seit über 30 Jahren als Altenpflegerin. Sie ist froh, dass es in der Branche einen Mindestlohn geben soll. Viel zu viele Kollegen würden schlecht bezahlt. Natürlich muss eine qualifizierte Arbeit und eine gute Arbeit sollte auch anständig bezahlt sein. Im Osten bekommen manche Altenpfleger weniger als 5 Euro pro Stunde. Das soll sich ändern, für die Pflege genauso wie für Mitarbeiter in Großwäschereien. Sie sollen künftig im Osten 6,36 Euro, im Westen 7,51 Euro bekommen. Im Wach- und Sicherheitsgewerbe sollen Stundenlöhne von 6 Euro Ost und mindestens 7 Euro West gezahlt werden. In der Abfallwirtschaft wird ein einheitlicher Tarif von gut 8 Euro der Mindestlohn. Lange wurde darüber gestritten. Der Arbeitsminister sieht es als Erfolg, dass mit den Stimmen der Koalition in 6 weiteren Branchen Billiglöhne verhindert werden. Darum geht es, wenn wir über Mindestlöhne sprechen, dass Anstrengung sich lohnt, dass Anstrengung sich auszahlt. Das ist eine Grundlage unserer Wirtschaftsordnung. Die Linkspartei will aber mehr. Mindestlöhne nur für einzelne Branchen, das sei Flickschusterei. Wir brauchen einen flächendeckenden gesetzlichen Mindestlohn, und zwar für ganz Deutschland, von Mecklenburg-Vorpommern bis Bayern. Die Liberalen sind gegen Mindestlöhne, denn dadurch würden Arbeitsplätze vernichtet. Nie waren Mindestlöhne so falsch wie heute. Aber die Große Koalition beharrt mit der Trägheit eines großen Tankers, auch in Zeiten der Rezession, auf dem einmal eingeschlagenen falschen Kurs. Schutz vor Dumpinglöhnen, Helga Faut, ist das wichtig. Für sie ist der Bundestagsbeschluss ein Schritt in die richtige Richtung. Und auch dazu hat der Bundestag heute Ja gesagt. Künftig können sich Arbeitnehmer unter deutlich günstigeren Bedingungen an ihren Firmen beteiligen. Unter anderem bietet das Gesetz dafür diese finanziellen Anreize. Mitarbeiter, die sich über vermögenswirksame Leistungen an ihrem Unternehmen beteiligen, erhalten eine höhere Sparzulage. Sie steigt von 18% auf 20%. Außerdem gilt, wenn ein Mitarbeiter in seine Firma investiert, bleiben statt bisher 135 nun 360 Euro Steuer- und Abgaben frei. Trotz umfangreicher staatlicher Garantien kommt das Kreditgeschäft zwischen den Banken nicht in Schwung, weil vermutet wird, dass die Geldhäuser noch immer faule Wertpapiere in Milliardenhöhe besitzen. In der Politik wird deshalb verstärkt über weitere Hilfen diskutiert. Berichte, wonach eine staatliche Bank den Instituten die Risikopapiere abkaufen soll, wies das Bundesfinanzministerium jedoch zurück. Der Sonderfonds Finanzmarktstabilisierung in Frankfurt. Die junge Behörde spannt den Schutzschirm über Deutschlands Banken. Doch nun macht sie Negativschlagzeilen mit dem angekündigten Rücktritt ihres Sprechers, also Leiters Günther Merl. Der Finanzminister hat den Fehler gemacht, dass er die Personalquerelen hat weiterlaufen lassen. Wir brauchen Profis, die sich im Bankwesen auskennen. Die müssen schnell auf diesen Posten kommen. Denn die Probleme drängen, vor allem weil die Banken zu wenige Kredite vergeben. Sie selbst können von anderen Banken kein Geld dafür aufnehmen, weil ihre eigene Kreditwürdigkeit immer mehr abnimmt durch große Mengen fast wertloser Papiere in ihren Bilanzen. Deswegen diskutieren wir im Augenblick Lösungen, wonach wir diese im vorübergehend im Wert gesunkenen Produkte rausnehmen und umständlich eine Art Auffangbank einstellen. Doch, so der Finanzminister, dürfe eine solche Bad Bank, zu Deutsch schlechte Bank, nicht vom Steuerzahler finanziert werden. Es wird eine nationale Bad Bank nicht geben. Es gibt andere Lösungsmöglichkeiten, aber die sind sehr genau abzuprüfen. Wie bei der Abwicklung der DDR-Banken denkt man an Ausgleichsforderungen. Der Staat übernimmt problematische Wertpapiere. Die Banken dürfen ihm seine Verluste dann über Jahrzehnte hinweg zurückzahlen. Expertenkritik. Ich halte nichts von Ausgleichszahlungen. Wir sollten nicht andere Wege beschreiten, die den Banken das Leben zu bequem machen. Sie haben uns die Suppe eingebrockt. Im Kanzleramt sieht man es ähnlich. Im Wahljahr will sich kein Politiker dem Vorwurf aussetzen, mehr Steuergelder als unbedingt nötig zur Stabilisierung der Banken auszugeben.
Der deutsche Kinofilm Der Bader-Meinhof-Komplex hat Chancen auf eine Oscar-Auszeichnung. In Los Angeles wurde das Drama über den Terror der Rote Armee-Fraktion heute nominiert, und zwar in der Kategorie Bester nicht-englischsprachiger Film. Die Produktion ist mit Beteiligung der ARD entstanden. Die Verleihung findet in Hollywood am 22. Februar statt.